Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Breath of Winter. Ja, wir sind nochmal im Hauptmenü, weil ich möchte den Spielstand mit euch zusammenladen. Ich habe mir nämlich nochmal die... Also ja, das hier könnten wir... Habe ich aus Versehen den Backup überspeichert? Ja, okay. Ja, dann laden wir den Backup. War gerade verwirrt, Entschuldigung. Und zwar habe ich in den Patch Notes noch was gelesen, was sich geändert hat. Und ich will mal mit euch zusammen gucken, ob das auch wirklich stimmt. Wenn ja, wäre das sehr toll. Also laden wir mal. Dauert ja zum Glück nicht lange. Und tatsächlich... Die Karte wird nicht resettet. Es bleibt alles so, wie es ist. Supi. Das ist die eine Sache, die mir so aufgefallen, die ich gelesen habe. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, was ich auch gelesen habe, das FOV, also Field of View, wurde etwas angepasst. Man sieht, wir haben ein bisschen weiter rausgezoomt. Yay. Gut. Aber jetzt zu unserem Spiel zurück. Wir wollten ja ein... Ja? Der Elfenstadt errichten. Wie ihr wünscht. Und das machen wir jetzt auch. Ja. Mit euch errichten wir erst einmal eine Schmelze. Gehen wir es an. Ja, und euch dürfen wir nicht in die Schmelze stecken, sondern müssen wir hier reinstecken. So. Hier wird für Baumnachschub gesorgt. Was gut ist. Hier oben in der Ecke waren wir noch nicht, fällt mir gerade so auf. So, die Schmelze ist fertig, das heißt, es kommt noch ein... An die Arbeit! ...Mine hinten dran. Wie viel frei haben wir? 11. Das heißt, wir werden erstmal alle 11 in... Eisenlager. Was ist euer Begehr? In Schützen packen, in Fernkämpfer. Oh, ein Orok-Plünderer hat sich hier hinten noch verkrochen. Standhalten, Männer! Standhalten, Männer! So, Eisenlager. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und Hüterin upgraden? Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und dann errichten wir eine Schule der Alten. Auf der Stelle! So, der ist hinüber. Also ja, ich muss echt sagen, ich finde das sehr toll, dass sie diesen Bug, scheint wirklich ein Bug gewesen zu sein, die Absicht, gefixt haben. Ich habe nämlich auch im Steam-Forum gelesen, dass vor Breath of Winter, also als es nur Order of Dawn gab,
es diesen Bug nicht gab. Also die Karte wurde immer geladen. Also richtig wiederhergestellt. So, an der Stelle werden wir uns dann eingraben noch. Verfügt über mich. Ist die Frage... Herr der Rune? Kein Problem. Ist echt die Frage, nehmen wir den Schützenturm? Ärmel hoch und los. Herr der Rune? Problem. Also ein Schützenturm würde uns 80 Holz und 50 Stein kosten. Auf geht's. Oder nehmen wir Bogentürme, die wahrscheinlich etwas besser sein dürften. Das Bauwerk ist vollendet. Ja, Waldgebiete. Das hier ist Waldgebiet. Von daher könnten wir das mal machen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Ja? So, dann brauchen wir ein Nahrungslager. Und das brauchen wir halt, weil damit die Elfen sich heilen können. Und dann ist die große Frage. Ach, wir haben ja gar nicht die... Ja, wir haben die Windschützin gar nicht, also müssen wir mit der Wanderin klarkommen. Was auch okay ist, Holz und Eisen haben wir mehr als genug. Was ihr wollt. Oh. Feuer in der Stadt. In der Stadt. Da haben wir wohl etwas zu nah gebaut. Feuer in der Stadt. Sprecht. Naja, gut. Tagsüber werden da ja zum Glück wieder draus Menschen und sie erwachen ja auch wieder zum Leben. Zur Stelle! Was ihr wollt! Auf der Stelle! Und ja, ich wurde in den Comments gefragt. Die Rune ruft? Also... Bis derjenige bei dem Video hier wahrscheinlich ist, wird das schon auch schon wieder vergessen haben, warum ich von manchen Gebäuden doppelt baue. Ja, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo es erwähnt auf der Stelle. Wird, aber es ist so, dass mehr Produktionsgebäude die Produktionsgeschwindigkeit von Einheiten erhöhen. Wobei ich zugeben muss, dass ich mir nie ganz sicher bin, ob das nur für die Gebäude gilt, die Arbeiter brauchen. Das Bauwerk ist vollendet.
oder ob das allgemein gilt, also auch für Nicht-Gebäude, die keine Arbeiter brauchen. Ich höre. Wohin soll ich gehen? So, Wanderin mit Eisdolchen, das ist praktisch schon mal. So, pumpen wir gleich mal das Bevölkerungslimit voll. Was ist euer Begehr? Und ja, ich würde vorschlagen, wir bauen dann hier ein paar Reihen Schützentürme auf. Reparieren dann hier die Schützentürme. Das Bauwerk ist vollendet. Elends Segen. Ihr habt auf eilenden Schwingen. Hierin schenke uns günstigen Wind. Gut. Haben wir überhaupt das große Haupthaus? Das ist jetzt gerade die andere Frage. Nein, wir haben gar kein großes Haupthaus. Das erledigt sich schon mal mit den Titanen. Sofort! Also Türme aufstellen. Hier Türme aufstellen, dahinter die Armee versammeln. Also ja, gerade sind wir beim Maximum. Wir können aber noch einmal. Kostet allerdings 3000 Nahrung. Das dauert also noch ein bisschen. Einsatzbereit. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich noch mal 5 von ihnen und 5 Heilerinnen ausbilden. So. Gehen wir mal durchs Portal. Ich frage mich eigentlich, wo Lena sich verhalten. Achso, die steht da rum. Okay, auf dieser Seite scheinen auch Trolle zu sein. Runenkrieger zu mir! Hier oben geht's erstmal nicht weiter. Hier sind einzelne Trolle im Weg. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. Meine heilige Pflicht.
Trolle und Spinnen sind im Weg hier. Die Linien müssen halten.